Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heavy Rain in Matrix-Format, wie ihr seht, mit der schönen schwarzen Brille, schönen schwarzen Overall und so weiter. Oder man könnte auch sagen Man in Black. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part einen kleinen Einblick erhalten, was wir denn hier so Neues machen können mit diesem Charakter. Haben gerade das Satelliten Bild analysiert mal. Jetzt gehen wir noch auf die Geoanalyse und gucken uns dann noch die anderen Sachen an, ne? Und währenddessen bin ich mal ruhig und sag danach meinen Senf dazu. Und ich wollte eigentlich nur noch mal nebenbei anmerken, wisst ihr eigentlich, wie geil das ist? Also ich hatte das noch nie in einem Game. Also vielleicht Star Wars, okay, aber hattet ihr schon mal so ein Spiel? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Da wäre ich ja mal ziemlich gespannt drauf. Vielleicht Let's Play ich sogar. Sofern es auf Deutsch ist. Naja, jetzt halte ich mal die Klappe und wir gucken uns das nächste an. Keine Daten gefunden, das ist schlecht. Dann gucken wir uns das hier mal an. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Acht Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden.
Schon wieder? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Ist alles in Ordnung, Sir? Keiner. Keiner darf es sehen. Wisst ihr was? Wollen wir das nochmal versuchen? Also, ich bin stark dafür, Freunde, weil teilweise muss man drücken, teilweise nicht. Das ist also draufbleiben, teilweise nicht. Das ist ein wenig komisch. Mal schauen, ob wir ein anderes Resultat erzielen. Keine Ahnung. Tut mir leid für noch eine Rückblende, aber. Ist ja schon viel passiert. Ziemlich cooles Zeug. Also gefällt mir auf jeden Fall. Kann man sich geben. Sehr nice umgesetzt. Selbst dieses Gesicht ist sehr, ziemlich geil gemacht. Selbst die Poren sieht man. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Nö, du musst gar nichts nehmen. Alles okay. Ich weiß, ich schaffe das. Ich Ja. weiß, ich schaffe das. Ja, du schaffst das auch. Nein, Büro verlassen. Normal. Ist alles in Ordnung, Sir? Nichts anmerken lassen. Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Nichts läuft bei Keiner. uns. Keiner darf es sehen. Ja, jetzt Viereck. Und jetzt? Hallo? Ah, eben doch, geht doch auch ohne. Meine Herren. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr. »16:15 Uhr. Ja, genau. Ich bin sicher, ich habe auf die Uhr im Park geschaut, als ich ankam.
Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. In Schwarz. Und eine Hose. In Grün. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass... Ich hab mir doch den nicht angeguckt. Ich habe eine kleine Runde im Park gedreht. Nur ein paar Minuten. Als ich zurückkam, hatte das Karussell angehalten und Sean war weg. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Mars? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Nein, nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Das kann ja heiter werden. Ich weiß auch nicht mehr, wie der aussah. Ich guck nicht mal bei mir auf die Klamotten. Nein, noch nichts. Aber sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Ethan, wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse ihn. Abend. Schönen guten Abend, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen 10-Jährigen. Wie ihren Reza. Hören Sie, ich habe genau 4 Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen? Sie wissen vielleicht etwas, das Leben retten könnte. Ich konnte das Leben meines eigenen Sohnes nicht retten. Ich verstehe nicht, wie ich das Leben anderer retten könnte. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Oh Mann. Ich weiß doch nicht, welche Antworten ich da geben soll. Ich wäre viel hartnäckiger, aber okay. Man darf ja nicht mehr auswählen. Guten Abend. Oh. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine Scheißspielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die Scheißkasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deine... Fuck! Oh Mann, das wollte ich jetzt nicht. Das ist jetzt dümmer gelaufen. Kann man das nochmal wiederholen? Das würde ich so gerne mal machen. So, nochmal. Ja, das war nicht vorherzusehen. Da konnte ich nicht mehr reagieren. Ja, da gucke ich auch gerade so, definitiv. Okay, nochmal. Mach jetzt die Scheißkasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deine Scheißaugen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie werden mir mein Geld nicht stehlen, Sir. Es gehört mir. Ich bitte Sie, gehen Sie, bevor es zu spät ist. Mann, du Penner! Mach das Ding auf! Nicht umdrehen. Ich lieb dich sonst um. Nur nicht umdrehen. Nein, das kann ich nicht tun. Fuck! Weg damit! Los! Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Sind Sie... Also, das gefällt mir schon mal wieder gar nicht. Was war denn jetzt kaputt? Ich hab's jetzt doch gemacht. Also mehr als runterprügeln kann ich das Ding nicht und der entdeckt mich. Muss das so sein? Tut mir jetzt leid, aber das muss ich wissen. Oder ob ich dem das rüberziehen darf, würde ich mir ja noch was denken. Aber warum? Ey, nö, das ist sowas von beschissen. Hier nochmal dasselbe in grün. Diesmal ohne, also diesmal spreche ich drüber, ist mir scheißegal. Na, nochmal, nimm diese Scheißflasche in die Hand. Jetzt fällt gleich dieses Scheißding runter. Ja, ist okay, diesmal war es eine andere Taste, habt ihr das gesehen? Das ist ja vielleicht mies, Das ist ja vielleicht mies. Ey, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, jetzt mache ich sowieso ein wenig länger. Vielleicht erfahren wir noch was. Ja, nee. Was ist denn hier kaputt? Das ist ja eine ganz kranke Stelle. Ich möchte nicht
irgendwie sein Leben aufs Spiel setzen oder als Dummbeutel rüberkommen. Und im echten Leben wäre das mir auch nie passiert, ey. Definitiv nicht. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deine Scheißaugen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie werden mir mein Geld nicht stehlen, Sir. Es gehört mir. Ich bitte Sie, gehen Sie, bevor es zu spät ist. Ja. Du Penner, mach das Ding auf! Nicht umdrehen. Ich leg dich sonst nur um. Nicht umdrehen. Nein, das kann ich nicht tun. Ah, geht doch. Penner, ich hatte keine Wahl. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Tja, wie es mit dir weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Heavy Rain, Freunde. Sie sieht auf jeden Fall auch heiß aus für eine animatisierte Frau, ne? Also das haben die Entwickler schon ziemlich gut hingedeichselt. Wir gucken mal, was wir dann in der nächsten Folge so machen werden. Wir machen auf jeden Fall noch das hier mal. Gucken mal die Zeit an. Viertel vor drei irgendwie, wenn ich mich jetzt nicht ganz verguckt habe. Gucken mal in die Glotze. Dann haben wir das auch schon hinter uns. Oder stellen sie mal ab. Und wir raffen uns in der nächsten Folge auf. Wenn es denn wieder heißt, eben Heavy Rain, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like oder ein Kommi da. Am besten beides oder zumindest auf jeden Fall ein Kommi. Wie gesagt, zum drüber reden, über die Folge und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Danke fürs Vorbeischauen und tschüss.